Grüß Gott und herzlich willkommen bei Mürztal aktuell am Freitag. Schön, dass Sie da sind. Der Regen ist ein Spielverderber aller Open-Air-Veranstaltungen in diesem Jahr. So auch für Riverside in Bruck an der Mur. Aufgrund der schlechten Witterung wurden die Konzerte vom Freien in die Lokale verlegt. Trotzdem sollte es morgen ab 14.30 Uhr rund gehen bei Schmankerln und guter Musik. Stimmung gab es schon am Wochenende beim Frühschoppen der Freiwilligen Feuerwehr in Dörl. Am Sonntag, dem 7. September, war es für die Freiwillige Feuerwehr Dörl wieder einmal soweit. Da gab es den traditionellen Frühschoppen. Mit dabei auch das Original Lammingtal Trio. Grüßt euch, uns gibt es ja schon 15 Jahre in der Besetzung, wie wir jetzt sind. Wo spielt es denn überall? Seid ihr voll ausgebucht? Wir sind ausgebucht von Deutschland bis nach Oberreich. Und dein Bruder mit der Ziehharmonie ist ja auch live dabei. Spielt der auch schon 15 Jahre mit? Natürlich. Mit dem Peter sind, ich darf es ja nicht sagen, aber seinen runden Geburtstag haben wir angefangen zu spielen. Wir dürfen ihn nicht jünger und älter machen, dann mag er auf mich. Den Frühschoppen der Freiwilligen Feuerwehr Dörl gibt es schon sehr lange und ist bei den Besuchern sehr beliebt. Wir haben seit 10 Jahren das Frühschoppen oder sind auf das Frühschoppen übergegangen, weil das der beste Erfolg ist für uns. Da war die Leute in Dörl am Leben in Frühschoppen haben. Seit 140 Jahren gibt es die Freiwillige Feuerwehr in Dörl. Auch heute noch ist die Feuerwehr von Dörl voll einsatzfähig. 45 aktive Mitglieder stehen zurzeit im Dienst der Freiwilligen Feuerwehr. Und übers Jahr hat man doch etliche Einsätze zu verzeichnen. Wir haben circa zwischen 100 und 120 Einsätze im Jahr. Trotz anfangs nicht bestem Wetter durften auch heuer wieder viele Gäste im Rüsthaus begrüßt werden. Sogar aus Südafrika waren Besucher gekommen. Ja, das sind Freunde von mir. Gläser ist ein Berufsjäger in der afrikanischen Wildnis. Das ist mein Freund Jean-Baptiste, er kommt aus Nizza, er ist Notar dort. Beide habe ich im afrikanischen Busch kennengelernt in Sambia. Und wir waren gestern am Bogusch oben essen und heute habe ich Ihnen ein bisschen noch unsere Gegend gezeigt und wir fahren noch weiter jetzt in den Hochschwab hinein, wo wir noch ein bisschen die Berge besichtigen werden. Und die südafrikanischen Gäste fühlten sich pudelwohl in unserem schönen Steirerland. Ja, die sind sehr glücklich. Sie sehen, in Dörl fühlen sie sich bei diesem Feuerwehrfest sehr glücklich, weil sie sind hier unter den Leuten. Unsere Musik hat gerade gespielt für uns. Also sie sind wirklich sehr glücklich, Österreich in dieser traditionellen Form kennenzulernen. Nicht weit weg von Dörl ist der Ort St. Ilgen. Vielen wahrscheinlich von den Wahltagen bekannt. Seit einigen Jahren gibt es dort wieder den beliebten Ägidikirtag, der auch heuer wieder bestens besucht war. Zu Ägidi beginnt man in St. Ilgen mit einer heiligen Messe in der Kirche, die dem heiligen Ägidi geweiht ist. Seit Mai hat die Gemeinde auch einen neuen Pfarrer. Der heilige Ägidius ist natürlich für uns Steirer ein wichtiger Patron, war sogar bis im 17. Jahrhundert Patron, also Beschützer aller Steirer. Zurzeit ist er noch immer Beschützer in Graz, Patron von der Stadt Graz, also für die Steiermark ein besonderer Heiliger. Er lebte im 7. Jahrhundert und hat in Athen als reicher Mann ja alles den Armen gegeben und hat sich dann als Einsiedler eben hat er dann in Südfrankreich gelebt und hat dort ein Kloster auch gegründet. Vorbild deswegen, weil er Gott gesucht hat und eben den Frieden mit den Menschen und auch eben mit der gesamten Schöpfung. Vorbildlich auch die Organisation dieses Kirtages, die in den bewährten Händen von ÖVP-Obfrau Regina Grabmeier lag. Ja, eigentlich vor 6 Jahren, es hat keinen Kirtag mehr gegeben. Und vor 6 Jahren ist so ein bisschen so eine Jugenderinnerung in mir wach geworden. Und ich habe mir gedacht, man kann auch eigentlich aus wenig auch etwas machen. Und so haben wir diesen Kirtag in dieser Form wieder ins Leben gerufen. Eine tolle Idee für St. Ilgen und die Region. Die Gemeinde St. Ilgen ist eine Wohngemeinde, aber wir haben sehr viele Tagestouristen, die auch diesen Kirtag besuchen. Im Vorfeld wurde gebacken und der Erlös aus dem Verkauf geht an die Kirche. Alle legten Hand an, um diesen Kirtag zu einem Erfolg werden zu lassen. Ich mache nicht alles alleine selbst. Es backen für uns die St. Ilgener Frauen. Ausgeht es von unserer Pfarrgemeinderätin, von der Marianne Huber. Und es kommt der Kirche zugute, ja, den ganzen Erlös. Für Stimmung sorgte das Musikduo Hans und Mini. Ja, das ist so eine Sache.
Weißt du, wir können sie überall brauchen. Einmal dort, einmal da und heute spiele ich halt mit dem Mini. Sonst hat er andere Kollegen, aber heute sind wir mit Misswab benannt. Wir haben früher schon öfter gespielt und er hat mich angerufen und heute passt es halt wieder. Der Ägidikirtag in St. Ilgen war wieder ein großer Erfolg und alle freuen sich schon aufs nächste Jahr. Der Beitrag wurde Ihnen gewidmet von der Obfrau der ÖVP St. Ilgen, Regina Grabmeier. Am nächsten Samstag geht es los für die HC Steelers in der Meisterschaft. Viel hat man gemacht in den 5 Monaten seit der Gründung und jetzt brennen alle auf den Beginn der Meisterschaft. Ein Platz unter den ersten 4 wird angestrebt. Die Saison beginnt. Die Eishockey-Fans kommen wieder voll auf ihre Rechnung. Bei einer Pressekonferenz in Kapfenberg wurde der Start für die neue Saison bekannt gegeben. Wir starten am 20.09. die Saison in der INL, der Auftaktgegner Zell am See. Und wir können es eigentlich kaum erwarten, dass wir endlich loslegen können. Nach langer, harter, intensiver Vorbereitung sind wir wirklich ernsthaft gerüstet und hoffen auf sehr, sehr viel Fanunterstützung, sodass wir wirklich die Halle wieder voll begeistern können, dass das Eis brennt, wie wir es uns auf unseren Plakaten schon angekündigt haben. Und was es mit Sicherheit noch geben wird, es wird ein Eventspiel mit Ehrenbully Miro Berek. Der Obmann des Vereins gab auch bekannt, welche Schwierigkeiten es da und dort geben kann. Wir wissen alle, dass in öffentlichen Gebäuden generelles Rauchverbot herrscht. Wir sind explizit darauf hingewiesen worden, dass wir es verkünden müssen und auch im wahrsten Sinne des Wortes dann auch exekutieren müssen. Wir haben das selber miterlebt, ich habe es nicht geglaubt, aber es ist wirklich so, in den Vorbereitungsspielen in Budweis und in Poprad, Slowakei, ist es überhaupt kein Thema, dass die Leute hinausgehen, rauchen. Und vor allem, man darf eines nicht vergessen, dieser Rauch zieht sich bei uns in Kapfenberg auf das Spielfeld und beeinträchtigt natürlich auch beim Luftholen unsere eigenen Spieler. Mein großer Appell an die Fans, wir haben Raucherzonen, es ist genügend Platz für Raucher vorhanden. Ich habe das selber nochmal kontrolliert. Jeder, der rauchen will, kann hinausgehen. Es ist nochmal die Infrastruktur hier gegeben. Und ich bitte wirklich an jeden, wenn er Kapfenberg-Fan ist, das Rauchen in der Halle zu unterlassen. Der Präsident hat auch noch die Last der Geschäftsgebarung zu tragen. Da gehört neben dem kaufmännischen Geschick auch sehr viel persönlicher Einsatz. Ja, die Schwierigkeiten waren sicher, wie wir schon hier gesprochen haben, in der Jugend natürlich. Nicht? Weil da war eigentlich, haben die Vorgänger vieles versäumt und das war das Schwierigste, wieder die Jugend dazu bringen, dass wieder zum Eishockey kommen und das, glaube ich, war der schwierigste Punkt. Gruben-Enduro am 13. September in der Schottergrube Dörflach in Afflensland. Start ist um 10.30 Uhr. Beim anschließenden Zeltfest unterhalten Sie die Völzstorner und die Obersteirer. Gruben-Enduro am 13. September in der Schottergrube Dörflach in Afflensland. Start um 10.30 Uhr. Auf Ihren Besuch freut sich der Enduro-Club Turnau. Ein richtiges Sauwetter. Regen und kühle Temperaturen begleiten uns in dieses Wochenende. Die Werte gerade einmal um die 15 Grad. Stichwort Wochenende. Der Samstag ist ein richtiger Tag zum im Bett bleiben. Kühl und regnerisch mit Werten um die 16 Grad. Der Sonntag soll aus heutiger Sicht besser werden. Den Schirm sollten Sie aber immer dabei haben. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen trotzdem ein schönes Wochenende. Bis Montag. Wiederschauen.